Im November des Vorjahres wurde die Neuübernahme groß gefeiert. Heute, knapp ein Dreivierteljahr später, hat Bernd Hinteregger das Landsgrund wieder verkauft. Der Grund? Hinteregger hat erkannt, dass sich das Konzept Low-Budget-Hotel nicht mit dem Landsgrund vereinen lässt. Neuer Besitzer ist die Immobilienfirma EPI mit Erich Botstatny an der Spitze. Die Betriebsführung wird wie bisher von der Fidelity Hotelgruppe wahrgenommen. In Zukunft will man verstärkt auf den Tourismus bauen. Wir sehen das Potenzial hier am Radwanderweg sehr, sehr groß, eben wirklich für eine touristische Nutzung im Sommer an den Wochenenden, wo eben der Business-Tourismus nicht so hoch ist. In Bruck ist man froh über den reibungslosen Neuverkauf und vor allem darüber, dass jetzt mit Erich Botstatny jemand das Hotel besitzt, der sich klar zu einem langfristigen Investment bekennt. Darüber hinaus sieht die Stadtführung die Möglichkeit einer intensiven Zusammenarbeit. Gerade jetzt, wo an der Schiffland doch sich einiges mehr entwickelt in Richtung Freizeitgestaltung, sind wir sehr froh, dass das Hotel Landsgrund da sich zur Partnerschaft weiter bekennt. Ich denke, der neue Betreiber ist da auch sehr, sehr aufgeschlossen, neuen gegenüber. Und das freut mich als Stadtverantwortliche sehr ganz natürlich. Und auch für die Stadt wird es ein Mehrwert sein.